Die Kaaba ist das heilige Haus Gottes und befindet sich in der Mitte der heiligen Moschee in der Stadt Mekka in Saudi-Arabien. Im Arabischen heißt die Moschee Masjid al-Haram. Der Begriff Haram, sprich verboten, unverletzlich, unantastbar oder Heiligtum, bezeichnet im Islam den heiligen Bezirk um eine Wallfahrtsstätte. Für den Bezirk gelten eine ganze Reihe von Verboten. So dürfen sie zum Beispiel von Nichtmuslimen nicht betreten werden. Ebenfalls ist das Blutvergießen oder Jagen in diesem Bezirk strengstens verboten. Die Kaaba ist das älteste Gebäude und Gotteshaus der Welt und wurde vom Vater der Menschheit Adam erbaut. Die zwischenzeitliche Ruine wurde Jahrhunderte später von Prophet Abraham und seinem Sohn Ismael im Auftrag Gottes als Wallfahrtsstätte wiedererrichtet. Jahrhunderte nach Abraham wurde es zu einem Ort der Götzendienst, bis schlussendlich Prophet Mohammed mit den Geboten des Islam kam und diesen Ort wieder mit Monotheismus zum Leben erweckte. Die Kaaba ist die heiligste Stätte im Islam und sie ist die Richtung, zu der die Muslime beten. Viele Menschen gehen davon aus, dass Muslime die Kaaba anbeten. Das ist eines der größten Missverständnisse überhaupt. Denn nirgends im heiligen Koran heißt es, die Kaaba zu verehren oder sie anzubeten. Da der allmächtige Gott allerdings nicht im Raum und Zeit gefangen, sondern er selbst der Schöpfer von Raum und Zeit ist, ist eine Richtung für die mentale Gemeinsamkeit erforderlich, die nur Gott selbst bestimmen kann. Insofern teilt das heilige Buch unmissverständlich mit: Wende dein Gesicht in Richtung auf die unverletzliche Moschee, also die Kaaba. Und wo immer ihr seid, wendet euer Gesicht in Richtung auf sie. Somit weist die Gebetsrichtung den Menschen ein Ziel, wodurch eine Ordnung gewährleistet wird. Dies zeigt die Einheit und Gemeinsamkeit der Gläubigen, egal wo sie sind, ob in Europa, Afrika oder Asien. Und egal welche Hautfarbe oder sozialen Status sie haben. Sie alle beten in dieselbe Richtung und vereinigen sich. Die Ermittlung dieser Richtung führte schon früh zu maßgeblichen Verbesserungen in Astronomie und Himmelsmechanik durch die Araber. In der Ostecke der Kaaba ist der schwarze Stein eingelassen. Es ist das Stein, das durch Erzengel Gabriel als Geschenk an Prophet Abraham aus dem Paradies gebracht wurde. Es heißt, dass der Stein anfangs strahlend weiß war, aber durch die Sünden der Menschen mit der Zeit schwarz wurde. Auf der Pilgerreise versuchen die Pilger, diesen schwarzen Stein zu berühren oder sogar zu küssen, was aber wegen der Menschenmassen nicht für alle möglich ist. Damit wollen die Pilger dem Beispiel des Gesandten Mohammed folgen, der den schwarzen Stein ebenfalls küsste, verehren jedoch nicht den Stein als solchen. So wird zum Beispiel überliefert, dass einer der Gefährten des Gesandten Mohammed bei einem Aufenthalt in Mekka den Stein küsste, dann jedoch sagte: Ich weiß, dass du ein Stein bist und weder nützen noch schaden kannst. Hätte ich nicht gesehen, wie der Gesandte Gottes dich küsste, hätte ich dich niemals geküsst. Die Kaaba ist von einem schwarzen Tuch umhüllt. Prächtige Ornamente sowie aus Gold- und Silberdrähten gestickte Koranverse verzieren diesen Tuch in etwa 2/3 ihrer Höhe. Man geht davon aus, dass die schwarze Farbe explizit gewählt wurde, damit die silbernen und goldenen Strickereien zum Vorschein kommen. Die große Bedeutung der Kaaba liegt aber auch darin, dass sie das Ziel der großen Wallfahrt ist, die jeder Muslim einmal in seinem Leben unternehmen soll, sofern er dazu in der Lage ist. Im Rahmen ihres Wallfahrtsaufenthaltes in Mekka umrunden die Pilger 7-mal gegen den Uhrzeigersinn die Kaaba und preisen dabei den allmächtigen Gott. Beim Umkreisen sprechen die Pilger folgende Worte aus: Hier bin ich, mein Gott. Hier bin ich zu deinen Diensten. Du hast keinen Teilhaber. Hier bin ich zu deinen Diensten. Dir sei Lob und Preis und die höchste Herrschaft. Du hast keinen Teilhaber. Auch das Betrachten der Kaaba gilt als gottesdienstliche Übung. Das Innere der Kaaba ist verschlossen und für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Das Gebäude wird 2-mal jährlich für eine Zeremonie geöffnet, die als Reinigung der Kaaba bekannt ist. Diese Zeremonie erfolgt 15 Tage vor dem Beginn des Ramadans und vor dem Beginn der jährlichen Pilgerreise. Im Inneren der Kaaba befinden sich 3 Säulen, welche die Decke stützen, und ein kleiner Raum, der als Bußeraum bezeichnet wird. Die Innenwände sind bis zur halben Höhe mit Marmor verkleidet, der mit Duftöl parfümiert wird. Tafeln mit Koraninschriften sind im Marmor eingelassen. Der obere Teil der Wände ist mit einem grünen Tuch bedeckt, das wiederum mit Koranversen in Goldstickereien verziert ist. Außerhalb der Kaaba, gegenüber der Nordostwand, liegt die Abrahamstätte. Es handelt sich dabei um einen Felsen, den Abraham Jahrhunderte vor Mohammed bestiegen hat, um Teile des Gebäudes zu vervollständigen. Dieser Felsen wird heute von einem goldfarbenen 6-seitigen Gitterschrein umfasst. Gegenüber der Nordwestwand befindet sich eine halbkreisförmige weiße Marmormauer, die Hatim genannt wird. Sie ist 90 cm hoch und 1,5 Meter breit.
Der Raum zwischen Hatim und der Kaaba gilt als Teil der Kaaba und wird, im Gegensatz zu während des Gebets, während der rituellen Umrundung nicht betreten. Hier befinden sich vermutlich die Gräber Prophet Ismails und seiner Mutter Hajar, die ebenfalls wichtige biblische Personen sind. Nebenbei angemerkt, Ismail gilt als Stammvater der Araber. Er und sein Vater Abraham gelten als Gesandte im Islam. Da sich sowohl Judentum, Christentum als auch Islam auf Abraham als ihren Stammvater beziehen, bezeichnet man sie auch als die drei abrahamitischen Religionen. Im Hof der großen Moschee befindet sich der Brunnen Samsam. Dabei handelt es sich um die Quelle, die Gott für Hajar und ihren Sohn Ismail entspringen ließ, als sie in der Wüste dem Verdursten nahe waren. Erschöpft und ängstlich soll Hajar zwischen den Hügeln Safa und Marwa hin und her gelaufen sein, um etwas Wasser zu finden. Nach dem siebten Lauf sah sie das Wasser zu den Füßen ihres Sohnes sprudeln. Infolge der neuen Quelle siedelten sich Menschen in dem sonst dürren Tal an, was den Anfang der Stadt Mekka dargestellt hat. In Erinnerung an diese Suche und Anstrengung laufen auch heute noch die Pilger während der Pilgerfahrt siebenmal zwischen den beiden Hügeln, die sich heute im Inneren der großen Moschee befinden. Im Koran wird Mekka als die Mutter aller Städte bezeichnet und gilt als das heiligste und göttliche Zentrum. Wissenschaftlichen Studien zufolge befindet sich die Stadt Mekka tatsächlich im Mittelpunkt der Erde. Ihre Lage entspricht nämlich dem goldenen Schnitt, dem geheimnisvollen Zahl der Mathematik, bei dem eine Strecke so unterteilt wird, dass das Verhältnis der kleineren zur größeren Strecke, dem der größeren Strecke zur Gesamtstrecke entspricht. Die Zahl des goldenen Schnittes entspricht etwa dem aufgerundeten Wert von 1,618. Bereits in der Geschichte bezeichnete Leonardo da Vinci zusammen mit dem berühmten Mathematiker Luca Pacioli diese Zahl als den heiligen Schnitt. Schon immer haben alte Bauten, egal ob wegen der Form, des Design oder sogar wegen ihren prächtigen Farben, einen geheimnisvollen Eindruck hinterlassen. Bereits seit vielen Tausenden von Jahren war die Architektur die Spur einer damaligen Kultur oder Religion. Jedoch verloren im Laufe der Zeit viele dieser Bauten ihren Wert und manche geraten in Vergessenheit. Vor ca. 4000 Jahren reiste der Prophet Abraham mit seiner Frau Hajar aus Palästina bis in das heiße, unfruchtbare Land Arabien, um dort in der unbewohnten Ecke von Mekka, die von der Noah-Sintflut fast verschwundene Kaaba wieder mit seinem Sohn Ismail aufzubauen und den Pilgerruf zu senden. Dieses Haus, das bereits viele tausend Jahre davor von Adam und Eva bewohnt wurde, ist heute das Zentrum Milliarden Gläubiger und ein Ort, an dem man mit den Gedanken in den Ursprung zurückkehrt. Nämlich dahin, wo alles begann.